So, willkommen zum nächsten Update-Vlog. Ja, Valve hat ein neues Update rausgebracht. Valve hat jetzt wirklich diese Jump Accuracy gefixt, in Anführungszeichen. Sie haben auf jeden Fall den Grundstein dafür gelegt, jede Waffe einzeln anzupassen. Also die Airtime ist jetzt entscheidend. Und ich habe letztens ein Video von 3clicksPhilip gesehen, wo er nochmal geschaut hat, wie das aussieht mit der Scout, ob die Jump Accuracy da wirklich jetzt weg ist, und sie ist weg. Nur noch am allerhöchsten Punkt funktioniert das Ganze. Es kam aber noch zusätzlich was zu diesem Airtime-Update. Und zwar kamen neue Sounds. Diesmal für die Rifles, da hat sich Valve ja lange Zeit gelassen. Alle anderen Sounds wurden eigentlich vorher schon überarbeitet. Und jetzt hat es natürlich auch Galil, Famas, AUG, die SG553, die M44, M41, AK, alle Rifles hat es halt jetzt erwischt. Die AWP gehört ja auch zu den Rifles. Die war vorher schon dabei. Der schöne Donner-Sound gefällt mir übrigens sehr gut. So, wie ist das jetzt mit den neuen Sounds bei M4 und AK? Sie hören sich gut an, finde ich. Also nichts, worüber man sich jetzt groß aufregen müsste. In 2 Tagen hat sich so oder so jeder dran gewöhnt. Und an sich kann ich persönlich sehr gut damit leben, wie es sich jetzt anhört. Es kam sogar noch dazu ein Unique Distant Draw and Reload Sound für diese ganzen Waffen, die ich eben genannt habe. Bedeutet, dass sie auf die Distanz sich wohl anders anhören, als wenn man im Nahkampf ist. Was eine gute Sache ist, dadurch kann man es wahrscheinlich besser zuordnen. Ich hatte jetzt noch nicht genügend Zeit, um das herauszufinden. Das könnt ihr alle selbst mal gucken. Und was noch dazu kam, sind neue Sticker. Einmal die Sugarface-Kollektion, die ziemlich nice aussieht, also ziemlich creepy, aber trotzdem irgendwie extrem bunt. Und dann haben wir noch Bestiary, was sich eigentlich, also Bestien, was sich eigentlich ziemlich cool anhört, aber irgendwie sind da auch ziemlich bunte Bestien dabei, was irgendwie nicht ganz zum Motto passt. Also keine Ahnung. Ist natürlich immer wieder Geschmackssache. Ich ja, bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt es in die Kommentare wie beim letzten Mal. Dann können wir ein bisschen diskutieren und ansonsten ein Like da lassen und den Kanal abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Haut rein.